22. Januar 1963, der Élysée-Vertrag besiegelt die deutsch-französische Freundschaft. Les signatures de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer mettaient un point final. Einen Schlusspunkt unter einer Periode von weniger als 100 Jahren, die geprägt war von drei blutigen Kriegen zwischen den Nachbarn Deutschland und Frankreich. Un point final sous une ère marquée par le mépris et les préjugés des deux côtés. Wenn man das hohe Ziel bedenkt, wirkt der Vertrag erstaunlich trocken. Il consiste surtout d'une liste méticuleuse des rencontres à effectuer à des intervalles bien précis par les différents échelons des gouvernements, des administrations et des forces armées de la France et de l'Allemagne. Hans-Gerd Pöttering wurde als junger Mann stark von der Europapolitik Konrad Adenauers geprägt. Kern war der Frieden für alle Zeiten zwischen Frankreich und Deutschland. Und der Élysée-Vertrag vom Januar 1963 war die politisch-juristische Fortsetzung dieser Gedanken. Und dass man es jetzt in einen Vertrag hineinbrachte, was 1950 begonnen hatte, und dass dieses jetzt so möglich wurde, ist sicher ein weiteres Fundament, ein Meilenstein. Aber alles hat begonnen nicht mit dem Élysée-Vertrag, sondern Anfang der 50er Jahre mit den Vorschlägen von Robert Schumann, die Konrad Adenauer dann aufgegriffen hat. Le politologue franco-allemand Alfred Grosser faisait partie des intellectuels qui préméditaient le traité de l'Élysée. On fête beaucoup le traité. Dans le traité, il n'y a pas grand-chose d'européen. Le traité n'était pas voulu européen par le général de Gaulle. Il était conçu comme un peu plus européen par Konrad Adenauer. Mais je pense aujourd'hui, on ne devrait pas au niveau européen fêter ce traité. Zu einem nicht geringen Teil erklärt sich der Élysée-Vertrag aus der persönlichen Geschichte seiner Protagonisten. De Gaulle parlait allemand parce qu'il a été à Saint-Cyr, on apprend la langue de l'ennemi, c'est-à-dire l'allemand. Adenauer admirait profondément De Gaulle et De Gaulle était très heureux d'être admiré par un homme de cette importance. Dazu kamen vor allem bei De Gaulle weiterreichende geopolitische Pläne. Le grand dessein, c'est d'être chef d'une espèce d'alliance européenne prenant ses distances à l'égard des États-Unis. Ja, das ist absolut richtig. Präsident Charles de Gaulle hat ja zweimal verhindert, dass es Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien gab. Und Charles de Gaulle wollte auch eine gewisse Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und er hat sicher eine Art Führungsrolle auch Frankreichs in Europa gesehen. Und das alles spielt natürlich bei diesen Überlegungen und beim Élysée-Vertrag eine Rolle. Le terrain était déjà défriché. La déclaration de Schumann en mai 1950 L'Europe ne se fera pas d'un coup. Avait ouvert la perspective d'un destin commun des deux anciens ennemis. Ein Jahr später verflocht der Vertrag über die Montanunion die wirtschaftlichen Interessen miteinander. Angesichts dieser Geschichte ist der Élysée-Vertrag ein wirklich großer Schritt nach vorne, weil die deutsch-französischen Beziehungen und die Abstimmung in der Politik institutionalisiert wurden. Ce 22 janvier 2013, les chefs d'État des deux pays se sont rencontrés pour la 80e fois. Die Wirtschaftskrise sorgte dafür, dass die Agenda etwas ernüchternder wirkte als bei so manchem früheren Treffen. Mais grâce au rythme strict imposé depuis 50 ans par le traité de l'Élysée, le partenariat franco-allemand continuera à évoluer.